Und damit herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Ich stelle euch heute mal vor die Indianapolis. Das ist ein Stufe 6 Premium amerikanischer Kreuzer. Und das Besondere an ihr ist eben, dass er auch Radar hat. Wir gehen jetzt auch mal die Schiffsdaten durch. Ich habe mit Absicht wie immer keinen Kapitän und nichts drauf. Einfach um die Stockwerte uns mal anzugucken. Und dann gehen wir da auch schon schauen. Und zwar hat sie überleben 32.500 Trefferpunkte. Die Artillerie ist 3x3, 203 mm und 15 km Reichweite mit einer Ladezeit von 14,3 Sekunden. Sprenggranatenhöchstschaden ist 2.800 mit einer Brandwahrscheinlichkeit von 14% und der AP-Granatenschaden ist bei 4.600. Ansonsten ist er 32,5 Knoten schnell, hat einen Wendekreisradius von 620 Metern und eine Ruderstellzeit von 9,1 Sekunden. Die Tarnung selber ist 11,8 Kilometer zu Wasser. So, wir setzen uns da jetzt mal einen Kapitän drauf, da muss ich nur kurz gucken. Genau, da habe ich regulär den Norman Scott drauf, den werden wir jetzt auch hier drauf setzen. Und dann bauen wir natürlich auch hier die Verbesserungen ein, wie immer das typische Zielsystem. Kommt immer rein. Ansonsten könnte man jetzt da eventuell sagen Schadensbegrenzung, Antrieb oder Steuergetriebe. Ich werde jetzt tatsächlich mal Steuergetriebe hier nehmen. Und im dritten nehmen wir natürlich Tarnung. Tarnung ist da sehr, sehr wichtig. Setzen wir die noch rein. Und dann gucken wir uns jetzt nochmal kurz die Werte an. Jetzt sind wir hier auf 16,5 Kilometer. Gehen auf 10,2 erst auf. Und dann würde ich sagen, gehen wir auch schon ins Gefecht. So, wir befinden uns jetzt im Gefecht mit der Indianapolis. Wir sind auf zwei Brüder, Basis erobern. Gucken uns jetzt auch mal an, was wir so haben in unseren Teams. Wir haben zwei DDs, der Gegner hat ein DD. Dann haben wir mich als Radarschiff, der Gegner hat kein Radar, da sind wir schon mal im Vorteil. Und wir sind natürlich im 5er, 6er gelandet, was ziemlich nice für uns ist. Wir fahren jetzt natürlich hier auf der rechten Seite mit. Von der Karte aus gesehen wäre es jetzt die linke Seite, wir sind jetzt aber auf der rechten Seite. Und deswegen fahren wir da jetzt mal mit. Natürlich müssen wir ein bisschen mit Vorsicht agieren. Wir sind ein Kreuzer, das heißt, wir halten auch nicht so viel aus. Ich bin jetzt natürlich auch nicht der beste Kreuzerfahrer oder so. Also ich bin tatsächlich jetzt nicht so kreuzerbegeistert. Kommt immer drauf an. Indianapolis ist aber ein sehr starkes Schiff. Tatsächlich. Muss man aber trotzdem mit Vorsicht genießen. So, da haben wir die erste Zitadelle. Mal gucken, ob man rauszieht. Dann können. Der fährt eigentlich sehr optimal für uns. Dreht auch immer schön die Seite hin. Können auch wieder auf AE wechseln. Und damit haben wir das erste Blut. Und können wir gucken, ob wir eventuell die Gneisner oder so anzünden können. Müssen wir mal schauen. Müssen jetzt natürlich warten, bis unser Geschütz gedreht hat. Der DD ist auch immer auf der anderen Seite entdeckt worden. Da müssen wir gleich mal gucken, ob wir eventuell auf der anderen Seite noch mit aushelfen. Nachteil ist halt bei der Indianapolis, man kann halt nicht so oft schießen, während das Radar läuft. Einfach deshalb, weil sie halt recht hohen Reload hat.
Aber dafür hat sie eigentlich eine recht schöne Reichweite, also die hat sie auf jeden Fall. Leider stellen sich jetzt halt die Schlachtschiffe ein bisschen unpraktisch für mich hin. Aber ich weiß nicht, was die da drüben machen. Unser DD macht es auch immer richtig, er versucht den gegnerischen DD zu finden. Besser wäre es natürlich gewesen, wenn der gegnerische DD auf der Seite hier gespawnt wäre, aber dann hätte ich auch besser und aktiver mitwirken können. So muss ich halt jetzt gucken, wie ich es mache. So, und ein Ignice noch schon mal raus. Das heißt, wir drehen jetzt auch noch oben. Und fahren mal mit auf jeden Fall. Und drehen jetzt mal das hintere Geschütz auch noch mit, damit wir mit allen drei eventuell wirken können. Obwohl die beiden Frontgeschütze auch erstmal ausreichen für die Colorado. Ticken müssen wir noch auf jeden Fall ran jetzt. Wir sind noch ein bisschen zu weit weg. Jetzt können wir schießen. Jetzt schauen wir mal. Wir müssen halt auch ein bisschen drauf achten, weil es ist ein amerikanischer Kreuzer. Sprich, es ist dann auch wieder ein bisschen höhere Flugbahn, man sieht es ja gerade, also ich muss da ein bisschen weiter vorhalten. Schön ist aber, wir haben sie direkt angezündet. Wir müssen halt jetzt ein bisschen mit dem Gas spielen, damit sie uns nicht unbedingt wegpfeffert, weil eine Colorado kann halt schon richtig wehtun. Und wir sind halt doch nur ein Kreuzer. Vorteil ist aber, die Colorado hat halt doch eine ordentliche Streuung, das heißt, dürfte man nicht ganz viel Glück haben, dass sie uns jetzt nicht unbedingt zerstört, sage ich mal. Wir versuchen sie auf jeden Fall nochmal anzuzünden. Und müssen natürlich aufpassen, weil da nochmal ein Schlachtschiff ist. Und da brennt sie auch schon, das ist wichtig. So, jetzt haben wir hier Schaden aus Gneisenau. Müssen wir mal gucken, wem gehen wir da am besten. Ja, die Schaden aus werden wir zuerst angehen, fahren aber direkt mal einen Ticken weg. Besser ist das. Nur jetzt mal ganz kurz schauen, nicht dass ich mit dem eigenen Schiff kollidiere. Da komme ich aber locker rum. Und da hat es auch schon den ersten Brand. Da hat sie den zweiten Brand. Und müssen natürlich ein bisschen auf die Geschütze achten, wo die gerade hinzielen. Aber die sind gerade alle ein bisschen beschäftigt. Die gucken alle auf unsere Scharnost. Allerdings werde ich jetzt das nächste Target sein. Die haben jetzt die Scharnost rausgenommen. Das heißt, nächste Ziel, wo sie auf jeden Fall drauf schießen werden, bin höchstwahrscheinlich ich.
So. Dann können wir weitermachen mit der anderen Gneise noch da hinten. Nur gucken, normalerweise dürften wir da eigentlich rankommen. Und das Schöne ist ja dadurch, dass wir so einen hohen Schussbogen haben, kommen wir halt auch ordentlich über die Inseln. Allerdings haben wir jetzt leider zu kurz gehalten. Müssen wir leider noch einen Ticken vorhalten. Müssen wir schauen, vielleicht schaffen wir es noch auf die Gneise noch mal in Brand zu legen. Wäre auf jeden Fall nicht schlecht, würde ich jetzt nicht nein sagen. Sieht auch gerade ganz gut aus von der Flugbahn. Leider haben wir sie nicht angezündet. Die wird wahrscheinlich jetzt auch die Torpedos mitnehmen von unserer Akatsuki. Sieht nämlich ganz danach aus. Also zwei nimmt sie wahrscheinlich schon, wenn sie Pech hat. Ein kam sogar rum tatsächlich. Und ich glaube, ich krieg vom Kuchen gar nichts mehr ab jetzt. Ah, mal schauen, vielleicht zünde ich sie jetzt an. Ja, und da ist der Brand, der war jetzt sehr wichtig. Allerdings wird sie jetzt erstmal rausgenommen. Brände haben wir halt echt ohne Ende gemacht. Vielleicht kann ich mir noch die Orleans snacken, mal schauen. Vielleicht kriege ich da noch was ab, aber ich glaube sogar, da werde ich... Ah, das könnte sogar was werden. Schauen wir mal. Ja, und da haben wir wenigstens noch die Orleans bekommen. Das ist auf jeden Fall die Indianapolis. Also die macht schon Spaß. Man darf natürlich nicht unbedingt in vorderster Front mit ihr stehen, weil es halt doch nur in Klammern ein Kreuzer ist. Sie hält aber eigentlich auch gut aus, sag ich mal, für einen Kreuzer, aber halt auch nicht zu viel. Ihr habt gesehen, Brände kann sie ohne Ende auf jeden Fall legen. Da ist sie wirklich eklig. Ist auch so sehr stark, macht auch gut Zitas, wenn sie will. Wir sind auf dem dritten Platz, bin ich auch soweit zufrieden. Die Akatsuki war auf jeden Fall mega gut, die hat echt gut ihre Arbeit gemacht. Also beide unsere DDs haben eigentlich sehr schön ihre Arbeit gemacht, bin ich auf jeden Fall zufrieden. Ihr dürft ihr gerne was in die Kommentare dazu schreiben, was ihr von der Indianapolis haltet, ob ihr sie vielleicht selber habt oder ob ihr da euch die wünschen würdet, was ihr generell von ihr haltet. Wenn ihr wollt, dürft ihr auch gerne einen Daumen nach oben da lassen und dann hören wir uns im nächsten Video.